Hi, mein letztes YouTube-Video auf diesem Kanal ist bereits einige Monate her und ich wollte ein kurzes Update geben. Es ist sehr viel passiert in der Zwischenzeit. Wie gesagt, ich wollte ein kurzes Update geben und wollte auch so ein bisschen sagen, was mein Plan, so Gott will, jetzt weiter mit diesem Kanal hier wieder ist. Ja, vor jetzt genau 5 Monaten ist unser Sohn zur Welt gekommen und wir sind unendlich dankbar. Wir lieben ihn so sehr und er ist so unendlich süß und er ist ja wirklich ein unfassbar großer Segen für unser Leben und ja, wir sind dem Herrn Jesus Christus unendlich dankbar. Er ist jetzt schon 5 Monate alt. Es ist ja echt heftig, wie schnell die Zeit vergeht und wie viel er in der Zeit gewachsen ist und wie schnell das geht wirklich. Das ist wirklich unfassbar heftig. Und kurz nachdem er geboren ist, sind wir umgezogen. Also wir sind immer noch auf Madeira, aber sind halt, wie gesagt, umgezogen. Wir wohnen jetzt woanders als da, wo wir vorher gewohnt haben, logischerweise. Und das ist auf jeden Fall auch noch gewesen in der Zwischenzeit. Und was auch noch passiert ist, ist, dass unsere beiden Hunde, Yoshi und Zion, auch noch Babys bekommen haben. 3 kleine Welpen und die sind auch unfassbar süß, werde ich euch auch in diesem Video zeigen. Und wir hatten auch noch Besuch von einigen Familienmitgliedern. Und ja, genau, so die letzten Monate ist sehr, sehr vieles geschehen. Ich hatte es jetzt in letzter Zeit auch wieder sehr stark auf dem Herzen, wieder mit YouTube weiterzumachen. Aber ich hatte halt immer wieder im Hinterkopf, dass ich ja eigentlich geplant hatte, erstmal die Videoreihe zur satanischen Musikindustrie fertig zu machen, bevor ich irgendwas anderes mache. Das war sehr viel halt der Plan in meinem Kopf. Und das war ja auch das, was ich halt gesagt habe. Und dann wollte ich halt ja mich auch so daran halten. Aber ich hatte halt jetzt schon in letzter Zeit wieder sehr viele andere Themen im Kopf, über die ich sehr gerne sprechen würde auf YouTube und oder ja, worüber ich gerne Videos machen würde und sowas. Entschuldigung, meine Stimme geht immer wieder weg. Auf jeden Fall. Und und ich denke mir, ich habe ja jetzt bereits 3 Videos zur satanischen Musikindustrie und die sind jetzt auch wieder schon einige Zeit lang her und ja, ich denke, ich werde da jetzt kein neues Video zu machen. Also Entschuldigung, dass ich das gesagt habe, dass ich das noch zu Ende machen will und dass ich das jetzt, denke ich doch jetzt nicht weitermache, sondern dass ich das jetzt einfach so beende oder sein lasse, so wie ich es halt gemacht habe, diese 3 Videos. Genau, wie gesagt, also falls ihr es noch nicht gesehen habt, wenn es euch interessiert, könnt ihr euch das anschauen. Das sind 3 Videos. Die ich zu dieser Serie, zu dem Thema gemacht habe und ich glaube, ich werde es, wie gesagt, jetzt auch dabei belassen. Vielleicht werde ich ein paar Dinge, die ich da noch erzählen wollte, hier und da irgendwie woanders erzählen, in anderen Videos, aber wie gesagt, diese Serie belasse ich jetzt einfach so, wie sie ist und beende ich damit. Und und ansonsten hatte ich ja auf dem Herzen, eine Serie zu machen zum Thema Godly Womanhood, also so zum biblischen Bild der Frau. Aber ich habe momentan nicht so die Zeit, um mich jetzt wirklich großartig viel hinzusetzen vor die Kamera und aufzunehmen. Das dauert sehr oft sehr lange bei mir, wenn ich wirklich diese Videos mache, wo ich mich vor die Kamera setze und rede und dann auch mit Schneiden und allem drum und dran. Dauert das schon ziemlich lange bei mir. Ja, für diese Form von Videos habe ich jetzt momentan nicht so viel Zeit. Aber ich habe mir gedacht, dass ich das ja vielleicht etwas anders machen kann, als halt jetzt einfach nur so ein Redevideo, was halt irgendwie eine halbe Stunde oder sowas lang geht. Und zwar habe ich jetzt gedacht, dass ich vielleicht jetzt eher ein bisschen so in die Vlog-Richtung mit dem Kanal gehe. Und da könnte ich das ja sehr viel so verbinden, indem ich zum Beispiel etwas zum Thema Homemaking, so zum Thema Haushalt, sei es jetzt Kochen oder sonst irgendwas, vielleicht euch zeige, vielleicht ja mal ein Rezept oder was auch immer und heute euch einfach mal so ein bisschen so ein paar Ausschnitte aus unserem Leben zeige. Und halt auch einfach hier und da vielleicht so kurze Redevideos so mit reinschneide, die vielleicht so ein paar Minuten lang gehen. Ne, vielleicht mal 30 Sekunden, eine Minute oder wie lang auch immer halt, wo ich dann vielleicht über verschiedene Themen rede. Ja, und unser kleiner Schatz schläft sehr, sehr gerne auf mir und ich würde diese Videos dann auf dem Handy schneiden. Ich würde sie mit dem Handy filmen, also ganz einfach, ganz simpel und einfach mit dem Handy filmen, mit dem Handy schneiden. Und das könnte ich dann ja wirklich auch sehr gut machen, während er auf mir drauf schläft. Und ich habe mir gedacht, das wäre voll die gute Form, das halt irgendwie so zu verbinden, so, ja, wie gesagt, das halt alles einfach in so einen Vlog zu verpacken, so dieses ganze Thema, dass ich über verschiedene Themen sprechen könnte, über die ich gerne auf dem Kanal sprechen würde und gleichzeitig euch einfach auch so ein bisschen,
ja, so etwas von unserem Leben zeige. Und was ich auch noch sagen möchte, ist, ich habe jetzt nicht vor, das so klar strukturiert zu machen, so dass der Vlog so morgens anfängt und abends aufhört und es ist genau ein Tag. Es kann sein, dass ich eine Szene von heute und dann vielleicht zwei Szenen von morgen, vielleicht ein Redi-Video von übermorgen und so weiter und so fort und dass ich dann so verschiedene Szenen zu einem Vlog zusammenschneide und die vielleicht im Laufe von mehreren Tagen sind und sowas. Also einfach so für mich, dass ich so ein bisschen das so, ja, so ungefähr so diesen Plan habe und auch, dass ihr so ein bisschen Bescheid wisst, ne, so, dass ihr vielleicht jetzt auch nicht euch denkt, hä, habe ich das jetzt alles an einem Tag gemacht oder was ist denn das jetzt? Ja, wie gesagt, also ich habe das sehr viel auf dem Herzen, dass ich sehr viel über das Thema das biblische Bild der Frau reden wollte, vielleicht über das Thema Ehe, also christliche Ehe, generell das Thema so eine christliche Ehefrau zu sein und ja auch das Thema so vielleicht so Godly Motherhood, also so so eine Mutter nach dem Herzen Gottes oder ich weiß nicht, wie ich es auf Deutsch sagen soll, aber wisst ihr jetzt, ich meine halt einfach, ja, sagen wir einfach eine christliche Ehefrau, eine christliche Mutter sein. Über diese Themen wollte ich halt gerne vielleicht sprechen und halt auch so einfach so Haushaltssachen, so Homemaking-Sachen, ne, und so weiter und so fort. Aber es kann sein, dass ich jetzt auch manchmal über andere Themen sprechen werde. Genau, das kann auch sein. Und eine Sache wollte ich noch erwähnen, und zwar werde ich nicht das Gesicht von unserem Sohn hier auf YouTube und auch nicht auf Instagram zeigen und ich werde auch seinen Namen nicht erwähnen, einfach ja wegen seiner Privatsphäre und auch heutzutage mit dem Internet, da möchte ich auf jeden Fall vorsichtig sein und ja, möchte das Kind dann nicht in der Öffentlichkeit hier präsentieren. Und was ich auch noch sagen möchte, ist, dass noch weitere Videos auf dem Kanal geplant sind, so Gott will. Möchten ich und Arthur noch weiter cinematische Videos machen. Also das sind so diese Kurzvideos, wie zum Beispiel das Great Ocean Road Video oder das Neuseeland Video und so weiter und so fort, wo ich dann oft ein Voice-Over drüber spreche und Arthur schneidet die Videos. Das ist dann, ja, sind dann zum Beispiel mit den Reisevideos, waren das ja unterschiedliche Aufnahmen, die wir auf Reise gemacht haben. Und ja, wo wir uns dann einen Text überlegt haben und Arthur hat das, wie gesagt, geschnitten. Und ich habe ja ein Voice-Over drüber gesprochen dann. Und genau, auf jeden Fall, das sind dann so Videos, die wir dann auch noch gerne weitermachen wollten. Und die kommen dann vor allem auf unserem englischen Kanal, dann auf Englisch. Und ja, wir wollten die aber auch dann auf Deutsch übersetzen und die kommen dann auch, so Gott will, auch auf diesem Kanal. Genau, das sind noch auch weitere Videos, die geplant sind. Und den Link zu unserem englischen Kanal poste ich auch unten in der Beschreibung. Traust du dich? Nein. Sag mal echt, traust du dich? Traust du dich? Klar.
Sache, die total das Leben erleichtert ist, wenn man sowas, anstatt das einfach direkt so in den Kühlschrank zu stellen, wirklich aufmacht, auspackt und wirklich so reintut, dass man das immer einzeln rausholen kann.